Explain Brain. Politik. Von Wolfgang Sander. Wenn du alles auf einen Zettel schreiben solltest, was dir einfällt, wenn du an Politik denkst, was würde dann da stehen? Politiker? Parteien? Regierung? Berlin? Wahlen? Stimmt alles. Aber du wirst sehen, dass das viel zu wenig ist. Vielleicht würdest du auch am liebsten aufschreiben, langweilig, die da oben oder geht mich nichts an. Das stimmt schon weniger. Denn Politik ist dir näher, als du vielleicht meinst. Nimm einen ganz normalen Tag. Am Morgen fährst du vielleicht mit dem Rad zur Schule und musst auf Verkehrsregeln achten. Sie wurden von der Politik verabschiedet. Warum musst du überhaupt zur Schule? Unter anderem, weil in der Politik die Schulpflicht beschlossen wurde. Vielleicht kaufst du dir nach der Schule ein Eis. Dann ist einmal politisch festgelegt worden, welche Stoffe darin sein dürfen und welche nicht. Gehört die Eisdiele einer italienischen Familie? Dann darf sie hier arbeiten, weil Deutschland und Italien Mitglieder der Europäischen Union sind. Auch du kannst später in der ganzen Europäischen Union arbeiten und leben. Das ist ebenfalls ein Ergebnis von Politik. Du siehst, Politik spielt eine ziemlich große Rolle in deinem Alltag, auch wenn man das nicht sofort merkt. Genau genommen gibt es nur wenig in deinem Leben, was mit Politik überhaupt nichts zu tun hat. Warum ist das so? Der griechische Philosoph Aristoteles hat schon vor mehr als 2300 Jahren geschrieben, der Mensch sei ein Sohn Politikon, ein politisches Lebewesen. Damit wollte er sagen, dass Menschen in Gesellschaften zusammenleben. Menschen können in Stämmen mit ein paar hundert Mitgliedern, in kleinen Fürstentümern mit ein paar hunderttausend Menschen, aber auch in großen Staaten mit mehreren hundert Millionen leben. Wie sich ihr Zusammenleben gestaltet, ist ganz verschieden. Müssen alle der gleichen Religion angehören? Müssen Kinder arbeiten oder zur Schule gehen? Können sich junge Menschen selbst aussuchen, wen sie heiraten oder bestimmen das die Eltern? All das ist nicht von Natur aus vorbestimmt. Es kann so oder anders gemacht werden, aber es muss entschieden und geregelt werden. Genau das ist die Aufgabe der Politik, die Regeln festzulegen, die für alle Menschen in einer Gesellschaft gelten sollen. Das geschieht vor allem durch Verfassungen und Gesetze. Weil wir ohne solche Regeln nicht zusammenleben können, können wir auch ohne Politik nicht leben. Menschen haben allerdings oft ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie diese Regeln aussehen sollen. Viele Raucher werden sagen, dass alle das Recht haben sollten, selbst zu entscheiden, ob und wo sie rauchen wollen. Nichtraucher wiederum fordern Rauchverbote. Die meisten Menschen lehnen hohe Steuern ab, wollen aber zugleich Dinge, die Geld kosten. Eltern wollen mehr Lehrer und bessere Schulen. Jugendliche fordern Jugendclubs, Schwimmbäder oder Skaterparks. Rentner wollen höhere Renten und so weiter. Die Politik kann niemals alle Wünsche erfüllen, weil dafür das Geld nicht reicht oder weil die Wünsche sich widersprechen. Aufgabe der Politik ist es, trotzdem Lösungen zu finden und diese Lösungen dann auch durchzusetzen. Dafür braucht man Macht. Ohne Macht kann Politik nicht funktionieren. Deshalb ist Politik auch ein Kampf um Macht. Aber wo findet Politik statt? Und wer macht eigentlich Politik? Zunächst einmal sind das natürlich die Einrichtungen, die extra dafür erfunden worden sind. Parlamente, Regierungen und Behörden, die die politischen Entscheidungen umsetzen. Solche Einrichtungen gibt es auf verschiedenen Ebenen. In der Stadt oder der Gemeinde, im Landkreis, im Bundesland, für ganz Deutschland, aber auch in Europa und sogar für die ganze Welt. Politik machen aber auch alle, die auf die Entscheidungen dieser Einrichtungen Einfluss nehmen wollen. Politik machen also die Mitglieder einer Gewerkschaft oder einer Umweltorganisation, eines Sportverbands oder einer Schülervertretung und selbstverständlich auch die Mitglieder einer Partei. Und auch als Einzelner kann man anfangen, sich politisch zu verhalten. Das tut man schon, indem man sich für politische Fragen interessiert und seine Meinung sagt. Denn aus den Meinungen, die in der Bevölkerung vertreten werden, bilden sich auch die Meinungen der Mehrheit. Diese werden von Regierungen und Parlamentsmitgliedern sehr genau beobachtet, weil man in einer Demokratie bei wichtigen Fragen auf Dauer nicht gegen die Meinung der Mehrheit regieren kann. Seine Meinung kann man natürlich nicht nur in persönlichen Gesprächen sagen, man kann sie auch schreiben. Mit Mails an Politiker, an Zeitungen, ans Fernsehen oder bei Facebook. Sogar beim Einkaufen kann man Politik machen. Wer zum Beispiel Produkte mit dem Fairtrade-Siegel kauft, unterstützt damit Kleinbauern in ärmeren Ländern.
Weil Politik fast überall ist, kann man sich auch fast überall in die Politik einmischen.